So, Leute, das gibt jetzt ein kurzes Video. Ich bin oft danach gefragt worden. Ihr hattet ja mitbekommen in irgendeinem Vlog, dass ich gesagt habe, so, die Defi ist vorbei. Ich will nicht noch weiter runter mit dem Gewicht. Ich esse jetzt einfach nach dem Bodymedia. Das ist genauso viel, wie mir es anzeigt. Ich will nicht verbrennen, esse ich auch. Und das habe ich jetzt wirklich seit Mitte April gemacht. Wir haben jetzt den 6. Ich weiß es gar nicht, Leute. Ich glaube, 23. Juli. Genau, also das heißt genau 3 Monate, ja. Mein Resümee, Leute, ich wieg heute 72,8, ja. Und ich war so die ganze Zeit bei 73. Das hat gependelt, manchmal war es mehr, weniger, aber das ist auch, warum ich auch immer sage, Leute, wiegt euch jeden Morgen dieselbe, nicht Uhrzeit, aber selbe Ausgangssituation, geht auf die Toilette, wiegt euch und das konstant, weil es gibt so viele Sprünge, die habe ich auch. Ich wiege manchmal 1,5 Kilo weniger, manchmal 1 Kilo mehr, aber im Durchschnitt war ich jetzt immer bei 73 Kilo, Leute. Das heißt, das Band, ey, Leute, ich habe das im Aufbau gehabt, ich habe es in der Definitionsphase, ihr habt es immer gesehen, ich war immer nur minimal im Defizit, 300, 400 und ich habe konstant abgenommen, Leute. Und jetzt habe ich einfach das gegessen, was ich verbrannt habe und es hält sich konstant. Also ist das für mich, im Moment gibt es nichts genaueres wie das Bodymedia. Leider ist es blöd gelaufen. Ihr habt das Review gesehen, schaut euch das Review an von dem... Der Vergleich zwischen dem Jarbon ab 3 und dem Bodymedia, totaler Müll des Jarbon, sorry, ist leider so. Ja, und es tut mir auch leid für die Leute, die keins mehr bekommen haben. Ich habe damals bei dem Review, ich glaube, 3 oder 2 Shops verlinkt und ich glaube, innerhalb 24 Stunden waren dann alle Shops auch ausverkauft. Die Teile sind rar, die Preise sind auch voll gestiegen. Ich glaube, mittlerweile... Ich glaube, bei 219 sind die. Ich habe es damals noch für 160, 170 gekauft gehabt. Aber ich habe es ja schon über 2 Jahre. Ja, auf jeden Fall gibt es noch jetzt einen Shop, den werde ich noch verlinken. Der hat gemeint, die bekommen noch mal eine Ladung. Aber ist klar, die bekommen auch nicht viel. Ich glaube, 50 oder 60 Stück. Die werden natürlich auch gleich wieder weg sein. Auf jeden Fall kann ich wirklich nur jedem empfehlen, wer noch keins hat, legt sich eins zu. Ich werde immer weiter andere Fitness-Tracker parallel testen. Da ist auch ein anderer Follower, der hat mir geschrieben, der will mir seinen Tracker mal ausleihen. Da werde ich dann auch 1:1, weil ich kann nicht laufend hier die Kohle reinstecken. Ich habe jetzt für das Jarbon so viel Geld ausgegeben für den Arsch, Leute. Klar, voll viele Leute von euch hat es geholfen. Das freut mich, dass ich da wenigstens einigen von der Dummheit bewahrt habe, die ich gemacht habe. So ist es halt leider. Ja, auf jeden Fall checkt's mal ab. Die da oben werden noch ein paar bekommen. Ich weiß gar nicht, wenn ich das Video veröffentliche, ob die schon im Shop haben. Aber wenn, dann wird auch bestimmt dort eine Info sein, wann die wieder bekommen. Auf jeden Fall bekommen die noch eine Furche. Ich habe damals bei dem Review schon auch rumgefragt gehabt. Und da waren es halt diese 2, 3 Shops. Aber die waren halt ruckzuck ausverkauft. Leute, wie gesagt, ich habe das Teil jetzt mehrfach getestet. Ihr habt so viele Videos bei mir. Gebt einfach Bodymedia ein und dann seht ihr die verschiedenen Videos. Das Review, direkter Vergleich mit dem Jarbon. Wie gesagt, habe ich auch oben verlinkt. Schaut es euch an, meine ehrliche Meinung. Klar wird es einigen nicht schmecken, aber ich sage es einfach, wie es ist. Fertig aus, Leute. Hierzu nur das kurze Video, weil viele nach diesem gefragt haben, wie es jetzt aussieht, da ich mich wirklich ernährt habe nach meiner... ich sag mal Balance, ja. Das habe ich jetzt nie lang gemacht. Ich war eigentlich nie lang in meiner Balance. Ja. Ich war immer Definitionsphase, kurz, zack, wieder in den Aufbau, wieder runter. Und jetzt habe ich es wirklich mal 3 Monate durchgezogen. Und jetzt teste ich an meinem Körper wieder was anderes. Ja. Ich ändere was ein bisschen an der Ernährung. Also es wird trotzdem noch High Carb Low Fett sein. Aber was genau, kommt dann irgendwann, weil ich es erst an mir teste, über längere Zeitraum, mindestens 4 Wochen. Und je nachdem werde ich euch dann natürlich davon berichten. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Bis dann.